Dividenden fast Denn geschenkt, Dividenden made in Russia? Fragezeichen. Es geht hier um Gazprom in dieser Analyse und Gazprom ist neu im Aktienfinder vertreten, eine absolute Wunschaktie, die jetzt auch eine Modeaktie geworden ist. Grund sich Ganze mal ein bisschen näher anzusehen. Und wie wir hier schon sehen, Exportgas, so ein bisschen Russisch kann ich übrigens. Ich habe mich auch für dieses Video extra ein bisschen Made in Russia angezogen. Also wenn ich aufstehe, dann sieht man es wahrscheinlich auch hier, Russia. Also ich bin quasi Teil der russischen Nationalmannschaft sozusagen und vertrete jetzt hier mal Gazprom. Wobei ich natürlich versuche, das Ganze etwas unparteiisch zu beäugen, um herauszufinden, ob Gazprom als Aktie für uns interessant sein könnte. Für uns, das heißt als langfristige Investoren. Gazprom ist unter anderem auch deshalb natürlich so in Mode gekommen, weil die Dividende jetzt nochmal erhöht worden ist. Und Gazprom hat auch eine neue Dividendenpolitik in Aussicht gestellt, wird also etwas zahlungsfreudiger, als es ohnehin schon sind. Und Gazprom ist auch gut gelaufen jetzt in den letzten Monaten, hat also die Anleger dann nochmal mit Kursgewinnen beglückt. Anderer Grund dafür, dass Gazprom jetzt auch in Mode ist. Allgemein, wenn ich mich so einer Aktie näher, mit der ich mich bisher noch nicht oder kaum beschäftigt habe, dann versuche ich erstmal so ein Gefühl überhaupt zu bekommen für das Unternehmen und für den Markt. Und Gazprom ist ja in erster Linie ein Produzent und Lieferant von Erdgas. Insofern hat es mich mal interessiert, was es mit diesem Markt auf sich hat. Da sind wir jetzt hier noch falsch, das ziehen wir mal ein bisschen darüber. Wir haben ja hier schöne Statistiken, die ich im Internet gefunden habe. Und mir geht es erstmal darum, herauszufinden, ob der Erdgasmarkt an sich eine Zukunft hat oder ob er vielleicht ähnlich wie Kohle eher im Sinkflug begriffen ist, beziehungsweise stagniert. Und da ist das hier vielleicht ganz hilfreich. Das ist von der amerikanischen Energieinformationsbehörde. Und hier ist einfach mal eine kleine Grafik, wie die unterschiedlichen Energieträger, wie der Verbrauch der unterschiedlichen Energieträger prognostiziert wird. Und hier sehen wir eben Erdgas, das sind blau. Und wir sehen eben, dass der Verbrauch von Erdgas voraussichtlich weiterhin im Steigen begriffen ist, Kohle überholen wird in kurz nach 2030 voraussichtlich und dann hinter dem Erdöl an Nummer 2 stehen wird, vor den erneuerbaren Energien noch, die auch im Aufwind natürlich sind, während Kohle, ich habe es schon angedeutet, glücklicherweise ja auch stagnieren wird, beziehungsweise sogar dann leicht rückläufig sein wird. Wenn wir uns dann mal hier anschauen, wer so die größten Produzenten sind weltweit im Erdgas, hier erstmal über die Länder, dann sehen wir eben, dass Russland an Nummer 2 ist, relativ knapp hinter den USA und relativ deutlich dann vor der Nummer 3 ist dann Iran. Wenn wir uns dann Russland anschauen, das sind Billionen Kubikmeter, wenn wir uns Russland dann mal anschauen, dann kann man das bei Gazprom sehen, wie hoch der Anteil quasi der kompletten Erdgaslieferungen und Förderungen sind von Gazprom innerhalb Russlands. Und das sieht man dann hier die Gasreserven, dann hier die Gasproduktion. Und nein, hier sieht man es vor, hier sieht man es, die Gasreserven und die Gasproduktion innerhalb Russlands. Und das ist dann hier der Anteil. Und da sieht man, dass über zwei Drittel bis knapp drei Viertel von Russland kommend über Gazprom quasi hier einmal gefördert wird, also über zwei Drittel die Gasreserven fast drei Viertel sogar betragen, also über zwei Drittel auch jedenfalls. Und das sind natürlich schon ordentliche Hausnummern, wenn wir hier nochmal zurückgehen und dann hier den Balken quasi drei Viertel von dem Balken uns denken, dann wären wir irgendwo hier. Und für das alles ist quasi dann hier Gazprom verantwortlich. Das wäre also mehr als Iran, Kanada und China zum Beispiel liefern und über die Hälfte immer noch von dem, was die Vereinigten Staaten insgesamt liefern. Das verbunden damit, dass der Ausblick für Erdgas ja durchaus positiv ist, macht oder lässt schon mal vermuten, dass wir hier doch ein interessantes Geschäftsfeld vor uns haben, das auch halbwegs krisensicher sein könnte. Bevor wir dann zu Gazprom an sich kommen, beziehungsweise zur Fundamentalanalyse kommen, gucken wir uns erstmal die Aktien an, weil das ist so ein ähnliches Problem wie bei Samsung Electronics. Das heißt, die Aktie
Der Heimatmarkt dieser Aktie ist ein für uns exotischer Heimatmarkt, ob jetzt Südkorea ist oder Russland. Und entsprechend hat auch Gazprom genauso wie Samsung sogenannte ADRs, American Depository Receipts, ausgegeben. Das heißt, Aktien, die man dann auch als Ausländer relativ leicht an den international leichter zugänglichen Börsen kaufen kann. Und im Fall von Gazprom ist es so, dass da die meisten Aktien, das sind jetzt normale Aktien, und zwar etwas über drei Viertel, sehen wir hier die Aufteilung, wie wer welche Aktien hält. Gazprom ist ja im Prinzip ein russisches und also ein Unternehmen, das Russland gehört. Wenigstens hat Russland eine Mehrheitsbeteiligung und das sieht man daran hier. Wir sind hier auf der Gazprom-Seite in Investor Relations. Hier sieht man direkt staatliche Beteiligung und dann nochmal Beteiligungen Russlands über Unternehmensbeteiligungen an Gazprom. Das wäre dann hier der Fall. Sieht man auch Companies Controlled by Russian Government und hier kommt man dann auf über 50%. Dann haben wir noch, sage ich mal, Free Float der originalrussischen Aktie sowie andere Großaktionäre. Das wäre dann hier ungefähr ein Viertel. Nochmal ungefähr ein Viertel, das sind dann sogenannten ADR-Holders. Und das heißt, wir haben zwei Arten von Aktien. Wir haben die Originalaktie, das wäre diese hier, die entsprechend in Rubel notiert und die wahrscheinlich die wenigsten von den Zuschauern kaufen werden. Wenn man eine Aktie kauft, dann wäre das dann die hier. Das ist die ADR, American Depository Receipt. Und da gibt es die Bank of New York Mellon als Mittelsmann, die diese Aktie eben oder die ADR aufgelegt haben, die dann auch ein anderes Symbol und die repräsentiert dann bzw. verbrieft dann zwei Originalaktien, also zwei Aktien von da oben quasi. Gibt auch ein Umtauschrecht, also wenn man eine ADR hat, dann kann man die umtauschen in zwei originalrussische Aktien, hat dann dieses Symbol bzw. diese ISIN und die ist auch im Aktienfinder hinterlegt. Die kann man dann auch entsprechend eben erwerben. So, das wären dann die Art und Weise, wie man die Aktie kauft, wenn sie denn einen interessiert. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Fundamentalanalyse über. Und ich habe Gazprom hier schon ausgewählt. Und der ganz wichtig eigentlich immer sind für mich diese zwei Charts hier. Da werde ich mir den Zoom abstellen. Und dann nochmal ein bisschen reinzoomen. Und dann sieht man erstmal hier, dass wir entgegen vielleicht der Erwartungshaltung, die aufgebaut worden sein könnte, wenn wir hier den steigenden Energieverbrauch und die starke Marktposition von Gazprom im Erdgasmarkt anschauen, dass sich das nicht übersetzt hier in langfristig steigende Gewinne, also weder pro Aktie noch auf gesamte Unternehmensebene. Wenn wir hier die kompletten Umsatzentwicklungen anschauen, dann haben wir hier keine stabil steigenden Umsätze, sondern ein doch recht starkes Auf und Ab, was sich auch hier im Preis wieder gespiegelt hat langfristig. Greife ich jetzt vielleicht ein bisschen vorweg, will ich nachher mal näher drauf eingehen, aber wir sehen ja, dass der Gazprom-Preis langfristig im Sinkflug begriffen ist und dass man als langfristiger Investor bisher damit wirklich sehr viel Geld verloren hat mit der Aktie. Muss man sich jetzt natürlich die Frage stellen, wie kann das sein, dass wir hier so eine starke, so stark schwankende Umsätze haben und auch hier operative Margen, die ja hier ganz klar gefallen sind, langfristig gesehen. Und ich habe mir jetzt mal hier die stärkste Kursveränderung oder die Nicht-Kursveränderung, den starken Umsatzeinbruch hier zwischen 2013 und 2014, habe ich mir mal kurz angeschaut und wenn ich Glück habe, dann ist das der Tab hier, jawohl. Wir sind hier im Jahresbericht 2014 von Gazprom und hier wird aufgeschlüsselt, wie der ja, Gewinnrückgang quasi zustande kam. Und wir sehen hier 2013 das Ergebnis, dann hier 2014 das Ergebnis. Ist natürlich deutlich niedriger 2014 als 2013 war. Und dann zur Ursache. Der Umsatz hat sich sogar erhöht. Das sind übrigens Rubel. Und dann haben wir noch die entsprechenden Aufwendungen, die dann ebenfalls in die Höhe gegangen sind, sogar leicht überproportional. Und dann kommt hier der eigentliche Block und das sind eben dann Währungsverluste. Und jetzt muss man halt wissen, dass der
Rubel gegenüber dem Dollar, aber auch gegenüber dem Euro zwischen oder im Jahr 2014 extrem stark an Wert verloren hat, ungefähr die Hälfte an Wert eingebüßt hat. Und das hat sich dann eben entsprechend so übersetzt. War für mich jetzt überhaupt nicht klar, dass es in die Richtung geht, wenn der Rubel schwächer wird, hätte ich eher gedacht gehabt, dass Gazprom davon profitiert, weil sie fakturieren, wenn sie exportieren. Das Exportgeschäft ist ja stark bei Gazprom. Und ich hätte gedacht, wenn sie dann exportieren, dann stellen sie die Rechnung in US-Dollar, dann Euro und können das dann in Rubel konvertieren und hätten ja dann mehr Rubel bekommen für einen Euro oder für einen Dollar. Ich habe hier auch den Wechselkurs zum Euro eingeblendet. Also der Rubel hat sich auch gegenüber dem Euro viel schwächer verhalten. Also die laufen im Prinzip parallel, Euro, US-Dollar, Euro-Rubel und US-Dollar-Rubel. Hätte also gedacht, dass es eigentlich nach oben gehen würde, geht aber nach unten. Wer mir das erklären kann, kann es mal in die Kommentare reinschreiben. Ich habe keine Erklärung gefunden. Ob sich da jetzt Gazprom verspekuliert hat mit irgendwelchen Derivategeschäften, was ich ja jetzt nicht glaube, nicht in dieser Größenordnung, wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Vielleicht fakturieren sie auch tatsächlich in Rubel, wobei ich mir das eigentlich kaum vorstellen kann. Jedenfalls ist die eigentliche Message ist die, dass hier der Wechselkurs sehr stark auf den Geschäftsverlauf sich auswirkt. Wer den Geschäftsverlauf in russischen Rubeln anschaut und vor allem auch die Umsätze, da sieht es natürlich dann wieder um einiges besser aus. Die Währungsschwäche des Rubels hat ja übrigens auch eine politische Komponente, die man ebenfalls zur Kenntnis nehmen sollte. Gazprom ist ja im Prinzip oder als mehrheitliches Staatsunternehmen machen die ja auch ein Stück weit Außenpolitik für Russland und sind auch entsprechend, werden entsprechend kritisch beäugt. Allen voran von den USA und einigen osteuropäischen Staaten. Da geht es ja dann zum Beispiel auch um Dinge wie Nord Stream 2. Und Gazprom ist auch direkt betroffen von russischen Sanktionen, also beziehungsweise von den Sanktionen gegen Russland. Das heißt, wir haben hier auch nicht zu vernachlässigende politische Risiken. Wobei, da man ja mittlerweile fast sagen muss, die komplette Welt hat. Oder alle Unternehmen der Welt fast haben politische Risiken. Ob das jetzt Huawei ist oder ob das jetzt VW ist oder ob das jetzt Bayer ist und oder irgendwelche dänischen Konzerne wie Novo Nordisk, Coloplast. Wer da in den USA schon alles hat federn lassen müssen auf juristischer und politischer Ebene, da kann man ja eigentlich überhaupt nichts mehr ausschließen. Ist gerade so ein bisschen meine politische Meinung rübergekommen. Dann gehen wir mal weiter zur Fundamentalanalyse. Also ich würde jetzt sagen, dass das hier, die Umsatz-, Margen- und Gewinnentwicklung, mich jetzt nicht wirklich vom Sockel haut. Gucken wir uns hier mal die langfristigen Kursgewinne und auch die Dividendenrenditen an. Und das hatte ich vorhin schon mal kurz durchblicken lassen. Also auf der einen Seite ist Gazprom stark gelaufen jetzt. In den letzten Monaten sehen wir hier Kursgewinne dann auch 60%. Wir sehen aber auch, dass wenn man hier mal das Ganze langfristig sich anschaut, dass wir hier extrem lange Durststrecken hatten, wo die Aktionäre wirklich federn lassen mussten. Wir hatten hier von 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 5 Jahre hintereinander, wo man immer nur also wirklich dicke Kursverluste eingefahren hat. Im vierten Jahr der Kursverluste nochmal die Hälfte verloren. Dann nochmal knapp 20% verloren. Also sowas macht natürlich überhaupt keinen Spaß. Und ich glaube, sowas wird auch leicht vergessen, wenn man dann einfach nur guckt oder hört, dass Gazprom jetzt vielleicht seinen Kurs nahezu verdoppelt hat. Ich glaube nicht ganz. Sehen wir jetzt auch gleich nochmal. Wenn wir jetzt zur Bewertung übergehen, oder wir können auch noch kurz in die Vollanalyse reinschauen. Und da sehen wir dann noch hier die wesentlichen Bilanzpositionen und die sehen soweit gut aus. Das heißt, wir haben hier keinen Goodwill, wir haben auch keine außerordentlich hohe Verschuldung. Sieht man hier auch, wenn man die Schuldenquote hier mal einblendet, hier bei ungefähr 33%. Das ist soweit alles in Ordnung. Was wir vielleicht oder was vielleicht nicht ganz so hübsch ist, das ist, dass die Deckung der Dividenden jetzt nicht ganz unkritisch ist.
Wenn wir hier oben mal den Free Cashflow einblenden, da sehen wir hier, dass so viel Spielraum eigentlich nicht ist, um die Dividenden so stark zu erhöhen, dass sie nach wie vor gedeckt sind, wie es eigentlich prognostiziert wird von den Analysten und auch geplant ist von Gazprom. Da müsste also noch ein bisschen was kommen. Bezogen auf den 31.03. haben wir die Dividenden gerade so gedeckt, sind dann noch knapp 80 Millionen US-Dollar über. Freier Cashflow war 3,15 Milliarden US-Dollar und die Dividenden knapp 3,1 Milliarden US-Dollar. Also hat gerade so hingehauen. Da müsste dann auch noch ein bisschen was passieren. Positiv aus meiner Sicht ist, dass man hier auf Aktienrückkäufe verzichtet. Das heißt, die Anzahl der Aktien ist weitgehend konstant. Hier wurde mal, hat sie sich reduziert um ungefähr 2%. Wenn wir jetzt mal vergleichen mit was bei Apple oder Starbucks oder McDonald's oder 3M oder so passiert, also vielen amerikanischen Unternehmen, da ist das ja gar nichts. Und hier in den 2018 und jetzt im letzten Quartal gibt es überhaupt keine Aktienrückkäufe mehr. Ist oder halte ich für vernünftig, insbesondere auch wenn man hier sieht, dass der freie Cashflow eh schon drauf geht für Dividenden. Gucken wir uns doch mal die Dividendenrendite an im historischen Zeitverlauf. Und da sind wir jetzt im Dividendenturbo. Und wir sehen ja, dass es hier insgesamt momentan 3,4% Dividendenrendite gibt. Und das ist im historischen Vergleich niedrig, sogar sehr niedrig. Wir haben hier doch deutlich höhere Dividendenrenditen gehabt in der Vergangenheit. Hatten hier bei 2017 im Juli sogar mal eine Dividendenrendite gehabt von knapp 7,3%. Und jetzt kriegen wir weniger als die Hälfte Dividendenrendite. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind ja eben diese krassen Dividendenerhöhungen geplant, die dann die Dividende, sofern sie denn so kommen, sollten die Dividendenerhöhung in die Höhe schießen lassen. 2021 hätten wir angeblich eine Dividendenrendite von 9%. Ich mache da mal ein Fragezeichen dran, ob das auch wirklich so kommt. Wenn man das aber einfach mal so kritiklos zur Kenntnis nimmt, und das tun vielleicht einige, dann wird auch nochmal klar, warum da so eine Anziehungskraft bezüglich von Gazprom aus geht. Gehen wir mal zurück hier, Dividendenrendite haben wir uns gerade angeguckt, und gehen wir mal zur Bewertung. Und da ist dann ein anderer Grund für die starke Attraktivität von Gazprom. Die Multiples, also KGV, KCV, die sind hier geradezu lächerlich, wenn wir die vergleichen mit Unternehmen, in die wir sonst so investieren können, vor allem in den USA oder auch Deutschland. Dann haben wir hier KGV aktuell von 3,5 und KCV von sage und schreibe 2,6. Das sind natürlich ja Witz-Multiples. An sowas sind wir nicht gewohnt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man sagen, bis vor kurzem war das KGV bei 2. Also nicht 2,6, Entschuldigung, nicht 3,5, sondern 2. Also das KGV ist jetzt um 75% gestiegen. Und das KCV lag bei unter 2 und liegt jetzt bei 2,6. Also das heißt, die Aktie hat jetzt, das haben wir auch gesehen, recht gut zugelegt. Jetzt sind wir mittlerweile wieder, und das ist jetzt auch Stärke vom Aktienfinder irgendwo, die Zahlen stehen nicht einfach so nackt im Raum, sodass man denkt, hey, KGV von 3,5, das ist ja sportbillig, kaufe ich, kann man ja nichts falsch machen. Die werden ja eingeblendet in den gesamten Kontext, und wenn man hier das 10-Jahres-KGV nimmt, dann sehen wir, dass 3,5 gar nicht so ungewöhnlich ist. Faktisch liegen wir jetzt mit dem aktuellen KGV von 3,54 sogar leicht über dem 10-Jahres-KGV. Und bei dem KCV ist es gleich auch. Das ist historisch gesehen schon über dem Durchschnitt. Nicht stark, aber etwas. Und wenn wir uns hier mal die Prognosen anschauen, bezüglich pro Aktiegewinn und operativer Cashflow, da sehen wir auch keine wesentliche Steigerung in diesem Geschäftsjahr und im nächsten. Das heißt, die leichte Überbewertung würde anhalten. Das sieht man dann auch hier übersetzt direkt in Preise, also in Aktienkurs und Fair Value gegenübergestellt. Hier sehen wir übrigens, haben wir die leicht rechnerische Unterbewertung in 2016, 2017, 2018 von Gazprom hier unten. Und dann sehen wir jetzt, wie die Aktie angezogen hat und im Prinzip aufgeschlossen hat zum fairen Wert und sogar ganz leicht jetzt rübergegangen ist. Wir haben jetzt einen Kurs von 7,05 Dollar
und einen fairen Wert zwischen 6,20 Dollar und 6,90 Dollar, also relativ nah am aktuellen Kurs. Wenn man aber davon ausgeht hier, dann würde ich vermuten, dass die Gazprom-Aktie jetzt erstmal ihren Lauf hinter sich hat, aus der Perspektive wenigstens. Kommen wir dann mal zum Fazit, und das ist aus meiner Sicht gemischt. Also negativ wären die langfristige Gewinnentwicklung, die ja so nicht vorhanden ist. Und das ist ja eigentlich das, was ich sage, das ist die Basis für ein langfristig erfolgreiches Investment, dass das Unternehmen eben langfristig seine Gewinne steigert. Das sehen wir hier noch nicht. Und wir haben dann noch politische Risiken, die Währungsrisiken, die ich schon genannt habe, noch diverse andere Risiken. Also es ist erst, wäre erstmal die Negativseite. Negativ könnte man vielleicht auch sagen, dass hier die aktuelle Dividendenrendite ja am Tiefpunkt ist, und das heißt, die Aktie sieht aus Dividendensicht ja relativ teuer aus dann, beziehungsweise was die aktuelle Dividendenrendite betrifft, wäre sie nicht attraktiv. Positiv hingegen wiederum doch ein relativ niedriges, auf absoluten Multiples basierende Bewertung. Relativ gesehen ist die Bewertung nicht mehr günstig, sondern liegt sie irgendwo im Durchschnitt. Wollen wir es positiv sehen, dass die Dividendenrendite stark anziehen soll? Erstens habe ich da schon ein Fragezeichen dran gemacht, und zweitens muss man sich dann halt auch fragen, ist es dann linke Tasche, rechte Tasche? Das ist ja das, was die Dividenden-Skeptiker, Kritiker oft sagen, wenn sie dann implizit aber ja unterstellen, dass Unternehmen quasi bedingungslos ausschütten, auch aus der Substanz, dann ist es tatsächlich linke Tasche, rechte Tasche. Da wird ein Unternehmen nicht mehr wert, nur deshalb, weil sie irgendwo Geld herkratzen und das dann quasi den Aktionären zuwerfen. Das ist ja keine langfristige Wertsteigerung. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mir Gazprom nicht ins Depot legen, aus den genannten Gründen. Wäre mal interessant zu wissen, wie ihr das seht. Wir machen am besten eine Abstimmung rein, und dann wäre ich mal auf eure Meinung gespannt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.